Herzlich willkommen auf dem Weltacker. Hier seht ihr eine Pflanze, die ist so ein bisschen, fällt so ein bisschen aus dem Raster. Das ist der Buchweizen. Kennen ja bestimmt viele von euch. Der ist bei uns im Getreidefeld und zwar aus dem Grund, dass er die wichtigste der, flächenmäßig wichtigste der Pseudo-Cerealien, Pseudo-Getreide ist. Das sind Pflanzen, die keine wirklichen Getreide sind, weil sie keine Gräser sind, aber deren Körner genutzt werden wie Getreide. Zum Beispiel Buchweizen, ein anderes Beispiel ist Quinoa, das kennen vielleicht manche von euch, oder Amaranth, wo also die Körner getreideähnlich genutzt werden, die aber rein botanisch gesehen keine Getreide sind, keine Gräser sind. Und täglich grüßt ein neues Beikraut. Wir sind ohne Unterbrechung mit der Beikrautregulierung beschäftigt. Je nach Größe der Kultur, mal mit der Hacke und mal von Hand. Fertig werden gibt es nicht. Gleich im Anschluss wird das gejätete Material entweder auf einer freien Stelle neben dem Acker ausgebreitet, getrocknet und nach 2 bis 3 Tagen direkt zum Mulchen verwendet, oder wir deponieren die Beikräuter auf unserem Kompost, wo sie von all den fleißigen Regenwürmern und Milliarden von Mikroorganismen zu wertvollem Humus verarbeitet werden. Ja, herzlich willkommen auf dem Weltacker. Wir pflanzen ein bisschen verspätet, aber immerhin das Elefantengras jetzt, um die Push-and-Pull-Methode zu zeigen. Ihr seht hier so einen Wurzelstock von dem Elefantengras und die haben so Rhizome, die gehen hier so, das ist so ein Rhizom, ja. Das ist also unter der Erde, so ungefähr ist das Erdniveau. Und dann sehen wir hier, also das ist eine Stammbildung, und dann sehen wir hier so Augen rauskommen. Das sind sozusagen neue Triebe. Und wir wollen das groß genug machen. Ja, wir müssen ein bisschen radikaler sein, als wir eigentlich sein wollen, aber wir müssen es groß genug machen, dass da genügend Triebe rauskommen. So, jetzt schneide ich hier sozusagen. Ja, weil hier habe ich genügend Masse, da kann ich hoffen, dass da eine Pflanze sich gesund entwickelt. So. Ja, dann muss man natürlich, die Schere muss scharf sein. Hier gucke ich, ob ich das halb teile, ich denke nicht. Ist ein bisschen stärker als das andere, aber anyway, das teilen wir nicht. So, das ist auch eins zum Pflanzen. Ja, und das pflanzen wir dann einfach so ein, kürzen vielleicht noch die Wurzeln ein bisschen. Das ist nicht besonders scharf, unsere Schere, aber so ist es halt. Ja. Genau, und dann pflanzen wir das einfach selbes Niveau wieder ein und dann hoffen, dass das möglichst schnell wächst. Aber ich denke schon, weil wir das schön gut pflegen werden.